Tag 3, noch immer aber neues Video. Es hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert, weil es doch noch eine dritte Pro-Card gegeben hat. Klassik Physik, Klasse C, Vincent Dutilly. Ihr habt es im Video von gestern schon gesehen. Beim letzten Formcheck vorhin vor der Halle hat in berauschender Manier den Klassensieg geholt. Ist knapp am Overall vorbei, ist Zweiter geworden und hat somit eine von drei Pro-Cards bekommen. Tritt morgen nicht an, möchte für sein Pro-Debüt stark verbessert kommen und die Klasse ausfüllen. Das ist der Plan, das ist das Ziel. Eine Pro-Card, über die ich mich extrem freue. Es war die erste Prep mit dem Vincent. Wir arbeiten seit im halben Jahr ungefähr zusammen, haben die Offseason und die Wettkampfvorbereitung zusammen gemacht. Beim letzten Mal, also eigentlich genau nach Portugal vorigen Jahr, wo er Fünfter in der Klasse geworden ist. Diesmal hat er es gewonnen und ist im Gesamtsiegerstechen Zweiter geworden. Also super, 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 super geil. Aber der Tag kann noch nicht zu Ende sein. Wir haben noch einige Formchecks zu tun. Ich war gerade vorher beim Kevin. Unglaublicher Formcheck. War wirklich, wirklich gut. Jetzt geht es noch zum Tim. Wir schauen uns den Tim genauer an. Den Formcheck, den gesamten, werdet ihr beim Tim am Kanal sehen. Bei mir noch kleine Auszüge. Kommt mit, genießt Bodybuilding, haltet uns die Daumen für Portugal. Ein bisschen hinterlehnen, Tim, im Rücken. So? Ja, genau. Schau, dass du einfach ein bisschen ins Hohlkreuz gehst. Nur ein bisschen. That's good. Wow, die hat sich so stark verbessert. Formcheck-Team ist durch, super, super, super positiv, also hat mir richtig getaugt, wenn wir das auch nur annähernd so morgen auf die Bühne kriegen, bin ich wirklich, wirklich happy und der ist definitiv konkurrenzfähig. Was dann am Ende wird, werden wir sehen. Jetzt ist das Licht ausgegangen. Was Zeichen ist dafür, wir müssen fahren zum Fabi. Fabi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Also die Verdauung läuft richtig gut, wir haben 9 Mahlzeiten gegessen. Ein extra Muffin hat es schon gegeben. Triple Chocolate Cookie ebenfalls vom Starbucks diesmal. Da kennen wir die Qualität. Da kennen wir die Qualität, aber sie haut mir leider Gottes immer noch nicht um. Und wir sind grundsätzlich nicht für den Steuerbetrug dieser Firma. Also das muss man jetzt sagen, aber die Muffins sind gut. Aber auf jeden Fall, die Christina, die kocht den ganzen Tag, die kocht so richtig gesund und darauf hätte ich wirklich Lust. Aber der Körper reagiert, wie er reagieren soll und das ist das Allerwichtigste. Jetzt haben wir wochenlang funktioniert, jetzt funktionieren wir die letzten Tage auch noch. Und ich muss sagen, ich bin mit der Optik schon recht zufrieden. Wir haben schon vorher kurz einen Blick drüber geworfen. Das war nicht schlecht. Das war echt gut. Das war cool. Ja. Alt, wie man abputzt. Excusez-moi. Also, nimm nochmal einen kräftigen Schluck. Das ist Traubensaft. Extra kellerkalt. Wir schauen uns den Fabi jetzt an. Hast du es im Stier ohne runterzuschauen? Ich schaue immer schon gerne an, wenn ich das sehe. Das ist nicht sehen, genau. Dann passt. Ganz genau, um das geht's. Jetzt grunzen wir uns bitte morgen beim Bocken. Das hätte keiner. Und alle fangen neben zum Lachen an. Holy shit. Wir müssen mal so, zack. Genau. Yeah.
Ja, so sprachlos bin ich jetzt eh selten. Sprachlos. Also echt. Mir flasht der Oberkörper im Moment komplett. Ich meine, die Beine sind immer gut, das ist jetzt nicht dieses Thema, weil er hat ganz einfach immer Defizite im Oberkörper gehabt. Die sind massiv besser geworden, das ist viel mehr 3D da oben. Es ist aufgrund dieser stark verbesserten Schultern viel mehr Spannweite dort oben. Also es sind diese Schwächen, die da waren, die zum Teil noch ganz klein da sind, so massiv verbessert worden. Und das halt zu sehen, so kurz vor der Bühne, ist halt eine wahnsinnige Genugtuung, dass der Fleiß und der Ehrgeiz, den der Fabi da jede verdammte Sekunde reingelegt hat, halt wirklich Früchte trägt. Jetzt schon einmal sekundär, natürlich will man da morgen das Bestmögliche auf der Bühne rausholen, aber allein nur zu sehen, was möglich ist und was geht, macht halt schon einfach so viel Freude und das ist halt echt cool. Leiber. Freut mich natürlich. Von meiner Seite gibt es da nicht viel mehr zum Sagen. Ich habe die Transformation heute schon ein bisschen miterlebt. Da ist in den letzten Stunden extrem viel passiert. Freut mich, bin echt entspannt jetzt. Bin entspannt, wie es im Bauch geht. Die Vakuum kann ich nach jeder Mahlzeit trotzdem super reinziehen. Und von dem her bin zuversichtlich für morgen. Es war ehrlich gesagt eine Punktlandung. Also, und ich habe heute mit der Christina schon öfter darüber geredet. Das ist so schön, wenn man sieht, wie das System einfach funktioniert. Und ich habe mich zu 100% am Stefan verlassen. Und es werden 100% da sein, genau dann, wenn wir es brauchen. Und das ist das Schöne dran. Sie haben mal zusammengefahren. Einmal zwar nicht, aber ich glaube, das sind wir zur Objektivierung. Ja. Das ist ein einiges Depot wieder. Ja. Machen wir einen Platzbrett, weil das so schön ist. Haben wir zwar nicht, aber. Das war immer Fabians beste Bodybuilding-Pose. Damit hat er immer alle wegbaniert. Damit hat er die Universe gewonnen. Aber heute ist sicher die Kür. Das ist einfach sick. Besser geht nicht. Das ist tatsächlich mein bester Freund da drinnen, der Ventilator. Es ist jetzt nicht so heiß, aber ich schwitze immer wie ein Wahnsinniger. Mühsam, aber was soll's. So, liebe Freunde, 23:52, der Tag ist noch nicht vorbei, ich werde noch ein bisschen aufbleiben, weil der Urs in Tijuana startet, bin schon sehr gespannt, wie das Ergebnis werden wird, aber für Portugal ist heute Schluss, Formcheck Fabi ist erledigt, morgen ist der große Tag, ich hoffe, viele von euch schauen den Livestream und sind gespannt auf das, wie alle unsere Starter abschneiden. Ich wünsche euch einen schönen Tag wahrscheinlich, weil bei uns jetzt Abend ist, aber ihr werdet es morgen am Vormittag, glaube ich, sehen. Macht es gut. Tschüss.